unsinnige Pfingsten, Zusseltag, unser Bruder feiert. Selm ist allerhand zu sehen, ohnehin tut der Tag mit den Aufmärschen der Kindergärtler und Schüler. Und selber wechselt logischerweise jedes Jahr, aber allen wieder schön. Und danach kommen wir zu der Figur des Hunterle. Gehört zu der Bruder Fasnacht dazu, hat schon etliche Verbote gegeben, sogar von K&K-Gericht Glunz von 1836 mit Kerken gedroht. Und wenn man unter die kommt, schaut man so aus. Und der Fuhrmann gibt vor, wohin es gehen ist, und er schnellt und leitet den Pflug, den die Schimmel ziehen. Ein altes Symbol der Fruchtbarkeit stellt der Samen dar mit dem gefüllten Sackkorb und der Clanknecht mit reichlich Nachschub. Und den braucht der Samen auch, wie man hier sieht. Das Bauernpaarl mit Segers und Rechen, Knecht und Tieren mit Druckkorb und Gobel und Zoch und Pfott mit Pickel und Lutzerkral. Auch mit dabei beim Bruder Unsinnig die Bartmänner, die freiwillige Spenden kassieren, dass das alles finanziert werden kann. Und jetzt geht's los. Die Zustel legen die schwere Schelle nun. Alle ein bisschen nervös und die hocken einmal schon. Eine Stärkung, bevor es rumgeht, braucht ja jeder. Und dann geht's euch, lieben Gandrick. Durch und durch läuft's durch und Campermetzger. Euch durch die Silberstraße, bis zum Rad. Und nach Hauptstraße nach Aue. Jetzt kommt der Inzug auf den Platz und von allen, die einmal dabei gewesen sein wissen, nach Gutzels. Das ist der Höhepunkt. Die kleine Zussel, allem wieder mit Eifer dabei. So kommt Fott. Und als Abschluss Duxner Badl. Viel Zussel, viel Korn, ist ein altes Bruder Sprichwort.